Eine kurzfristig angesetzte Wahlkampfveranstaltung mit der AfD-Vorsitzenden Frauke Petri hat am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz rund um das Schützenhaus in Mannheim-Freudenheim geführt. Fast 200 Polizeibeamte sicherten die Anfahrtswege. An der Einfahrt zu dem Gelände protestierten etwa 2 Dutzend Gegner der rechtspopulistischen Partei. Zu Rangeleien ist es nach Auskunft der Polizei nicht gekommen. Petri sollte am Donnerstagabend eigentlich in Weinheim sprechen. Die Partei sagte den Termin ab, weil sie Proteste und Ausschreitungen erwartete. Der Wirt des Mannheimer Schützenhauses hatte nach Angaben der Partei darum gebeten, den Veranstaltungsort nicht öffentlich zu bewerben. Petri war am 28. Januar schon einmal im Schützenhaus zu Gast. Rund 500 Menschen hatten damals gegen die Veranstaltung demonstriert. Es hatte dabei Rangeleien und Pöbeleien gegeben.